Hallo und herzlich willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit Alex. So, nehmen wir das mal mit. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Alex-Handels zu finden, hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Nö. Ich denke noch einmal darüber nach. Wie du willst. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. So, haben wir auf jeden Fall auch mal die richtige Entscheidung getroffen gehabt. So, dann müssen wir nochmal mit Balder quatschen. Ich würde aber auch mal hoch jetzt gucken. Unsere Lady müsste ja hier sein mit Ulbricht, oder? Ich glaube, Ulbricht hier der Typ. Ulbricht, ja. Alles okay? Ja, ja. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Du meinst? Ja, sie ist rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Hm. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty, du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. Oh, es geht schon los. Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut. So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Kälte wäre zu hoch. Das Risiko, dass der oberste Judikar fällt, ist zu groß. Bleibt hier und kämpfen mit uns zusammen. Nasty und ich schaffen das allein. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vordringen. Effektivität muss unser Handeln bestimmen. Geh mit Reinhold und beschäftige das Hauptheer, bis wir da sind. Kältewert entsprechend. Pff. Nutzen wir es halt. Effektivität muss unser Handeln bestimmen. Geh mit Reinhold und beschäftige das Hauptheer, bis wir da sind. Kälte ist aber dabei gestiegen. Nein. So sei es. Fällt mir nicht. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Lagebericht. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Thank you.
Holy fuck, das nenne ich Materialschlacht. Von unseren ist, glaube ich, gar nichts kaputt. War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Alles okay? Könnte besser sein. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! Bis jetzt alles ruhig. Das sieht nach einer Falle aus. Das immer schön alles mitnehmen. Da hagelt es jetzt echt Zeug, Munition und jede Menge Schrott. Holy fuck. Das kann man sich gönnen. Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Alles okay? Könnte besser sein. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Weiter! Oh, dann laufe ich da eigentlich gerade durch. Okay, ja, gut. Nett. Uh-oh. Wo sind die Kleriker-Opfer? Mich haben gerade meine eigenen Leute angegriffen. Was? Ist es so geplant? Ich bringe es nochmal dorthin. So, gut. Gucken wir nochmal, ob die uns dann aus unerfindlichen Gründen auf einmal attackieren. Wir greifen einfach mal direkt an. Thank you.
Was? Okay, nochmal. Also anscheinend erwische ich da mit dem Angriff die Guten zu heftig. Sonst kann ich mir das echt nicht mehr erklären. Jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Jo, Lady wird gemacht. Erstmal alles einsammeln. Haben hier ja gewütet wie eine Wildwutz. Oh. Da liegt einer tot. Der, glaube ich, nicht da tot liegen sollte. Hätte man das verhindern können? Ich weiß es nicht. Also etwas, was ich jetzt vielleicht mal noch ausprobiere. Wir sind hier gleich wieder. Okay, offensichtlich war das ein Fail-Play von mir vorhin. Also es ist möglich, dass hier eigentlich so wie gar keiner über drauf geht. Obwohl, ne, der ist auch schon wieder tot. Aber der hier lebt jetzt auf einmal, der Reinhold. Ich bin da echt ein bisschen verwirrt, aber gut, einer geht anscheinend drauf. Etwas unabwendbar, wie es aussieht. War's das jetzt? Ich. Schade, schade. Könnt's höchstens noch einmal probieren. Ja, nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Der liegt da schon tot, wenn man hier hochkommt. Also ist auch dann leider nicht zu retten. Das ist natürlich sehr schade. Hätte ich den anderen, ja, Kältewert gehabt, hätte ich es verhindern können. Meiner war nur leider zu hoch, was sehr schlecht ist. So, wo ist jetzt der andere Typ? Reinhard? Naja, gut, dann. Keine Ahnung, wo der jetzt auch wieder hin ist. Wir aktivieren einfach mal die Quest. Ach, guck mal, da ist er. Irgendwo. Oder habe ich jetzt vergessen, mit ihr zu interagieren? Ich sagte, geh! Geh und erledige den Rest. Die Schlacht ist gewonnen, könnte ich jetzt sagen. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste.
Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar, du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal, du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Wenn wir nicht verrecken wollen, müssen wir uns wehren. Alles okay? Könnte besser sein. Du bist gnadenlos effektiv. Das gefällt mir. Eiskalt wie ein Fisch. Merkst du eigentlich noch irgendwas oder fließt durch deine Ader nur noch Kühlflüssigkeit? Ja, irgendwie glaube ich, das ist verpackt mit dem Kältewertgedöns. Mitkommen. Natürlich. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Verstanden. So, und Nasty rekrutiert. Der Angriff galt ja jetzt diesen Teil da. Dann können wir hier mal den Teleport aktivieren. Leider hatte das jetzt so weitreichende Konsequenzen, dass ich nicht weiß, ob ich zu denen noch beitreten kann. Ne, der obere ist tot, der untere nicht. Na gut, dann kann man beitreten. Wahrscheinlich war das auch so gedacht. Wir können mal mit denen reden. Und das Bergungsding, wo war das nochmal? Ich glaube, das habe ich schon. Jo, hab vergessen abzugeben. Dann reden wir mal kurz mit denen. Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Er war ein großer Mann. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignadon. Kalan, gib mir Weisheit und Stärke, damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. Eine schöne Rede. So, was haben wir hier noch? Ignadon, wenn wir noch da sind. Der Gefallen und Balder. Reden wir erstmal mit Balder. Dann gucken wir noch, was mit dem Gefallen ist. Und dann. Man muss das Eisen schmieden, so bin lange ich mir echt nicht sicher, ob ich dann noch einen killen soll. Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Wer nicht Okay. Dann haben wir das da noch. Ich habe es ihr schon so oft gesagt. Na gut, dann müssen wir mit Xander reden, dann müssen wir eh nach vorne. So, das wär's dann hier eigentlich gewesen. Ich bin echt noch am überlegen, ob ich den töte oder nicht. Pff, großartig verdient hat das nicht. Ich habe gehört, dass du jemanden des Elex-Handels bei Reinhold beschuldigt hast. Ja. Aber wie es aussieht, war mein Angebot wohl nicht attraktiv genug für dich, oder? Es ist wirklich schade, dass du nicht auf mich gehört hast und Siegfried bei Reinhold angezeigt hast. Naja, ich lasse dich diesmal noch davonkommen.
Oh, danke schön. Zeit verstanden. Okay. Moment. Dann hatte er wohl doch nichts weiter dagegen. So, das mit dem Finger weg. Gesetz der Berserker, wo ich auch nicht weiß. Da sind noch die Raketenböhnchen. Hier noch die neue Erkenntnisse, die sie einfach nicht rausrücken möchte. Tod des Genies. Und die macht der Mitte eben das Bergungsgut. Genau, das Bergungsgut haben wir noch. Gehen wir mal noch ab und holen Kaya wieder mit ins Team. Und dann ist Ignador noch ein bisschen was zum Erkunden. Und Co. Und noch zwei Dinger da auszuschalten. Nasty, Crony, Hulk, da ist er. Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkonduktor aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Jetzt bin ich platt. Danke, Mann. Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut. Dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön. Ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Ha! Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg. Die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Eigentlich ganz nett hier. Die Hälfte der Maschine wieder einkassieren. Das ist doch mal heftig. Aber gut, meinetwegen. Da ist Duras, Rain besauft sich. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. Und 1000 XP gekassiert dafür. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Okay. Ich bin jetzt Anführer. Oh, und da ist das Ding. Oh, er hat's runtergeholt. Ich bin begeistert. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen.
Zustandsbericht? Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden Sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Okay, brauch aber zurzeit nichts von mir, das ist gut. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Netter Typ. Jetzt noch mit dem anderen quatschen, der da mal unten was gemacht hatte. Unser Speer, der hier nicht sitzt. Wo ist der denn jetzt hin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, machen wir mit dir. Das sag ich auch immer. Ist er das? Er hätte das nicht tun dürfen. Da ist auch keiner mehr drin, oder? Liegt da einer? Nein, liegt keiner. Wo ist unser Speer, Freund? I have no clue at all. Ich glaube, das ist er, oder? Ja. Hey, du willst sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Alles klar, dankeschön für die Unterstützung. Ja, von allen möglichen Siedlersorten auch alles Mögliche. Schauen wir mal noch, ob sie einen Dialog dazu gekriegt hat. Ich möchte für den. Kein Problem. Nö. Okay. Schade. Also man kann nichts mehr spezifisch weiter ausbauen, sichern oder dergleichen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara.